Ich sehe da nichts. NF. Schreibt mal Moin bei öffentlich rein. So. Ja, warte mal noch mal kurz, ne? Bis nicht so, ich will sagen, so 5 nach, oder? Jo. Bis 5 nach. Genau, also wir können schon mal schreiben. Die anderen alle können schreiben. Dann schreibt doch mal was. Okay. Das heißt, ihr hört uns. Sehr gut. Ja, hallo Nils, hallo Michael, hallo Billy, hallo Roman, hallo Christoph, hallo Richard. Wer Fragen hat, einfach in den Chat schreiben. Johannes und ich werden dann Leander einfach unterbrechen, ganz krude, und wir werden ihnen die Frage stellen. Ich muss noch kurz meinen Kindern sagen, dass die hier jetzt nicht sich gleich kloppen sollen oder vielleicht mal die Tür zu machen. Jetzt haben wir nebenher hier, die spielen jetzt Warhammer, das gibt meistens Streiterei. Jungs, könnt ihr jetzt die Tür zu machen oder anlegen? Danke. So, können die ihre Plastikpüppchen schubsen? Ich habe meinen Keller verfrachtet. Echt? Cool, ja, bei mir in meinem Keller könnten sie sich auch aufhalten, aber ich glaube, da haben sie keine Lust drauf. Ja. So, nochmal husten. So. Dann, ihr sagt, wann es losgeht, wann wir losgehen wollen. Jetzt sind wir bei 15, sind wir jetzt, oder? Ich sehe das immer noch nicht, was ihr seht. Ey. Ich bin einfach zu doof. Ah. Du musst auf privat gehen. Ich muss private gehen, ja. Ja, gut. Oh, cool, super, schön voll. Der Albert ist auch da. Moin, Erik. Ja. Jetzt ist schon wieder einer gegangen. Ich glaube, wir quatschen ihn zu viel. Ja, okay. Jungs, um 5 nach starten wir. Und okay, nochmal mit Kaffee, Bier, Limo, Essen versorgen. Ja. Für die abendfüllende Veranstaltung. Seppeldor, Horst Peter. Ja. Wir sprechen uns morgen, Horst. Den Bildschirm könnt ihr sehen, oder? Ja, ich sehe so Big Cloud. Aber ich habe voll Lust, den Film mal wieder zu gucken. Ist ja einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Könnte ich sogar schon mit meinen Kindern gucken, glaube ich jetzt. Sie müssten alt genug sein. Wie alt sind denn deine Kinder? Der Große wird jetzt 16. Ah, okay. Ja. Und der Kleine ist 14,5. Ja, okay. Sagen wir mal, es ist ab 12. Ja, würde ich auch sagen. So, 18:04, Countdown läuft. Da die Dumm, du Dumm, so. Ja, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, schön, dass ihr heute alle zur JUK gekommen seid. Umständen entsprechend haben wir sie mal online gemacht. Ist cool, dass der Leander das für uns so macht mit dem Streaming und dass wir von der CyberJUK dieses BigMarker-Account bekommen haben, das machen zu können. Ganz kurz, die nächste JUK findet Ende April statt. Wir haben die momentan auch online geplant. Mal gucken, ob das noch auf der Plattform stattfindet oder auf einer anderen. Das ist mit Steve Ulrich und da geht es um Datenbanken für Entwickler. Jetzt haben wir aber zum Glück den Leander da und ich übergebe dir das Wort und das starten. Wer Fragen hat, einfach in den Chat schreiben. Wir stellen sie dann direkt und Leander wird sie dann beantworten. Super. So machen wir es. Ja. Sebastian, danke. Hallo alle. Danke für die Möglichkeit, heute hier sprechen zu können. Ich muss gestehen, es ist meine erste Remote-Session, die ich jemals mache, vor Publikum. Ja, insofern Premiere heute, muss ich mir im Kalender rot anmalen. Yeah. Thema, ja,
Es soll heute um Function as a Service gehen und nachdem das die JUG ist, ein bisschen mit Fokus natürlich auf die Java-Welt. Ja, und jetzt, ich werde zwar ein paar Go-Beispiele zeigen, aber dann schon auch eher in die Java-Welt abdriften. Es gibt einen Talk, zu dem hat mich Johannes verleitet, dass ich den mal halten soll. Der ist im Grunde letztes Jahr entstanden und irgendwie habe ich mir einen catchy Titel ausgedacht und der nennt sich dann halt jetzt The Big Cloud Native Faz Lebowski. Wenn ihr ein paar Takte zu mir wissen wollt, ich arbeite bei der QA-Ware in München. Ja, aktuell nicht. Bin in Rosenheim im Homeoffice. Ja, seit gefühlten 12 Tagen, glaube ich. In Forced Remote Office bei uns der Modus. Das heißt, niemand muss mehr pendeln, was super ist. Ja, kleine Downside. Ich sitze momentan irgendwie aus irgendeinem Grunde 16 Stunden vorm Rechner, was ja auch ziemlich cool ist. Aber irgendwie muss ich die Freizeit mal wieder ein bisschen höher priorisieren. Slides findet ihr auf SpeakerDeck und können wir auch hier hochladen. Habe ich auch hier schon hochgeladen. Die Demos findet ihr auf GitHub. Der Link kommt später nochmal. Twitter-Account habt ihr da auch, falls ihr mir irgendwie mal eine Message droppen wollt. Ja, Idee für den Talk hatte ich letztes Jahr und ich habe den zugegebenermaßen auch schon ein, zwei Mal gehalten auf Konferenzen. Und es gab aus der Community, aus der Function-as-a-Service-Community, gab es aus irgendeinem Grunde sehr unterschiedliches Feedback auf den Talk. Die einen haben sich per Twitter bedankt und haben gesagt, boah, super, danke, dass du unsere Plattform erwähnt hast und die mal gezeigt hast und so weiter. Und dann gab es einige wenige, die fanden das irgendwie nicht so cool, dass ich das gemacht habe und haben dann irgendwie auf Twitter fast schon so ein Flame-War angefangen. Ja, wie kannst du nur? Und die Zahlen sind vollkommen verdreht dargestellt. Und das musst du sofort korrigieren und das nächste Mal, wenn du den Talk hältst, musst du mir vorher die Folien schicken. Also, das hat sich jetzt alles ein bisschen gelegt. Ich möchte nur eins nochmal vorweg schicken. Ja, ich meine, initial habe ich den Talk gemacht, um einfach mal für mich persönlich und auch eben für euch einen Überblick über dieses Cloud-Native-FaaS-Plattform-Ökosystem und das Universum. Also, was gibt es da einfach für Tools, was gibt es da für Plattformen, wie gut sind die geeignet, ja, sind die in irgendeiner 0.1-Beta-Version oder sind die tatsächlich schon stabil und wirklich produktiv nutzbar? Und das war mein eigener Antrieb. Ich wollte hier niemanden dissen und über niemanden schlecht daherreden. Und schon gar nicht jetzt irgendwie die großartige Arbeit, die halt da in dem Open-Source-Ökosystem passiert, irgendwie diskreditieren. Ja, also definitiv, wenn ihr der Meinung seid, ich stelle da ein paar Fakten nicht deutlich oder nicht korrekt dar, dann bitte sagt es, ja, bitte nutzt den Chat an der Stelle und sagt mir das persönlich, denn so ist es definitiv nicht gemeint, ja. Okay, Disclaimer genug. Starten wir mal damit. Ich nehme mal an, ihr alle seid irgendwie im Zeitalter der Microservices angekommen, oder? Monolithen bauen wir irgendwie gefühlt alle schon lange nicht mehr. Ja, schon jahrelang wahrscheinlich nicht mehr. Das Zeitalter der App-Server. Ja, Sebastian sagt gerade, baust du noch Monolithen? Und gefühlt ist es einfach so, wenn man mal in die Teams reinschaut, bei Kunden oder eigenen Teams oder ja, einfach die man so kennenlernt, dann stellt man schnell fest, dass die einfach so ein bisschen mit dieser Komplexität und so ein bisschen strugglen, also mit dieser Technologiekomplexität. Ja, ich meine, früher hast du irgendwie deinen Warfile gebaut in Java oder irgendwie deine Jar und dann hat sich der Käse. Und jetzt muss man irgendwie, ja, musst irgendwie Docker können, musst irgendwie die Eigenheiten von Microservices Bescheid wissen. My Kubernetes als irgendwie der de facto Scheduler im Moment bringt seine ganz eigenen Komplexitäten mit sich und nochmal eine Menge YAML. Und noch viel, viel mehr. Und ich hatte einfach letztes Jahr mal so ein bisschen den Antrieb, mich damit auseinanderzusetzen, wie könnte ich denn die Produktivität von Feature-Teams, für die ich auch verantwortlich bin und die bei uns in der Firma sind, wie kann man denn da rangehen, dass es wieder einfacher wird? Ja, gefühlt ist es momentan so eine Menge an Zeug, mit der man sich irgendwie auskennen muss und sollte. Aber eigentlich soll man sich doch irgendwie auf den Code konzentrieren und seine Features runterklopfen, sodass man halt irgendwie Business Value auf die Straße schiebt. Und im Kern würde ich jetzt mal sagen, es gibt zwei mögliche Wege. Ja? Und einen möglichen Weg, den zeige ich euch heute. Ja? Es gibt zwei mögliche Wege, wie ihr eure Cloud Native DevEx, also eure Developer Experience, einfach maßgeblich verbessern könnt, um wieder produktiver zu werden, um wieder mehr in den Flow zu kommen, um weniger mit diesem ganzen Technologie-Komplexitätszoo sich befassen zu müssen. Der erste Weg, und der ist irgendwie relativ offensichtlich, über den werden wir heute nicht sprechen, das ist das Thema Use the right tools for the job. Ja, da gibt es momentan echt eine Menge an Tools, die versuchen,
diesen Inner Development Loop, diesen euren Workflow so weit zu optimieren und so weit zu abstrahieren, sodass ihr gefühlt fast gar nicht mehr damit in Berührung kommt. Ja, ich habe hier unten mal so ein paar aufgeschrieben. Draft von Microsoft, Cloud Native Build Packs, um halt einfach containerisiert eure Microservices automatisch zu bauen und standardisiert zu bauen. Mein Helm als Paketmanager, Customize, um ich sag mal, diesem ganzen Jammelwahnsinn ein bisschen Struktur zu geben und template-frei diese ganzen Kubernetes-Jammels managen zu können. Scaffold und Tilt, so als, ich sag mal, Continuous-Flow-Tools. Also wenn ihr mal ein bisschen Freizeit habt und mal ein bisschen rumspielen wollt, schaut euch mal ein paar von diesen Tools an, denn da glaube ich ganz fest, dass die euch und eure Teams definitiv ein Stück weiter produktiver machen, weil sie halt einfach viel von dieser Komplexität verschatten. Also das ist Weg Nummer 1. Und Weg Nummer 2, sag ich ganz klar, ist das Thema Serverless. Ja, also Serverless als Oberbegriff und FaaS, Function as a Service, ist ja quasi nur eine kleine Teilmenge von diesem ganzen Serverless-Begriff. Und ich persönlich glaube schon, dass der Begriff Serverless die nächste logische Evolutionsstufe im Cloud-Native-Software-Development ist. Ja, weil es eben versucht, auch hier wieder diese Komplexität anzupacken und zu verschatten und vor uns Entwicklern zu verstecken. Ja, die ist nach wie vor natürlich immer noch da. Ja. Wie sieht Serverless jetzt aus hier? Ja, lustiges Bild. Ich glaube, den Witz hat so ziemlich jeder in seinem Slide Deck drin, wenn es um Serverless geht. Dieser Raum hier ist auch definitiv Serverless. Ja, das ist irgendwie nur ein Server Rack und leider keine Server. Ich meine, natürlich ist das nicht Serverless, aber es bringt so ein bisschen auf den Punkt. Und der Werner Vogels, den kennt er wahrscheinlich, den CTO von Amazon, der hat da mal irgendwann gesagt: No server is easier to manage than no server. Und darum geht es. Also es geht um Server Management bei Serverless, dass man das Server Management nicht mehr machen möchte. Ja, und die damit verbundene Komplexität halt einfach auch handeln muss. Es gibt verschiedenste Definitionen von Serverless. Ich habe mal hier irgendwie so eine bisschen längliche mitgebracht, und zwar die von der Cloud Native Computing Foundation. Die sagen, Serverless refers to a new model of Cloud Native Computing. Ja, also irgend so ein neues Modell des Cloud Native Computing. Enabled by architectures that do not require server management to build and run applications. Okay, also wir müssen kein Server Management mehr machen, wenn wir unsere Applikationen bauen und laufen lassen wollen. Und das ist eine essentielle Eigenschaft von diesem ganzen Serverless-Zeugs. It leverages a finer-grained deployment model. Ja, also es macht sich ein fein granulares Deployment-Modell zunutze. Das muss nicht sein. Ich finde, das ist ein optionales Feature, aber so sagt es die CNCF, wo die Applikationen gebündelt werden als eine oder mehr Funktionen, ja, also one or more functions. Und dann lädt man die Funktionen hoch zu irgendeiner ominösen Plattform, zu irgendeiner Serverless-Plattform. Und die führt dann meine Funktionen, meine Deployment-Units aus. Sie skaliert das Zeugs automatisch, basierend auf dem Traffic, der halt reinkommt. Mehr Traffic wird hochskaliert, weniger Traffic wird runterskaliert. Und jetzt kommt noch der Gag, dass auch das Billing in response to the exact demand ist. Ja, das heißt, habe ich einen hohen Demand, naja, zahle ich viel und ich skaliere entsprechend viel. Und naja, habe ich gar keinen Demand, zahle ich idealerweise auch nichts. Ja. Okay. Ist das so ein bisschen was Heroku? Würde man das dann auch Serverless nennen? Ich meine, das war ja auch so einer der ersten, wo du irgendwie ein Git-Repo hinschmeißen konntest und sagen, hier fahr den Kram hoch und skalier mir das. Ich würde mal, Heroku, streng genommen würde ich jetzt erstmal nur als Plattform as a Service einstufen, aber es hat viel von einem Serverless-Modell gehabt. Ja? Ich meine, wo Heroku jetzt nicht so eine Antwort drauf hatte, ist halt um dieses ganze Infrastrukturzeugs drumherum. Aber für die einzelnen Deployment-Units war es das definitiv, würde ich sagen. Ja, du hast dir so einen Heroku-Account geholt und hast einen ZIP-File oder ein Git übergeben. Ja, da war schon viel dabei. Wie Heroku jetzt intern, was die Skalierung und das Billing betrifft, funktioniert, weiß ich nicht genau, muss ich gestehen. Ja, ich auch nicht mehr. Aber Heroku, ja, wenn man es, ja, ich meine, Elastic Beanstalk von Amazon zum Beispiel, mal auch als Beispiel, auch uralt, ähnlich wie Heroku, ja. Wer ist das? App Engine von Google, auch ein Serverless Offering, ja, ähnlich zu Heroku. Du gibst dem Ding irgendein ZIP-File und oder ein WAR-File oder ein Git-Repo und dann baut, ja, und der Rest wird dir faktisch abgenommen. Also würde ich schon zum Serverless-Angeboten zählen, ja. Wenn auch, da sind das sozusagen die Generation 1. Ich glaube, modernere Serverless-Angebote sind da deutlich besser mittlerweile. Okay. So, eine meiner Lieblings-Slides ist die hier. Ja, ich meine, wir haben uns
viel bewegt in den letzten Jahren. Ja, vor nicht allzu langer Zeit, ja, 5, 6, 7 Jahre, ja, je nachdem, da haben wir noch irgendwie geglaubt, Systeme als monolithische Ops-Component, also als Betriebskomponenten, also monolithisch zu betreiben, nicht unbedingt zu entwickeln. Ja, ich meine, komponentenorientiert haben wir früher auch schon entwickelt. Und wir haben unsere Multi-Module-Maven-Projects gehabt und irgendwie Multi-Jar-Files. Also wir haben schon kapiert, dass man irgendwie modular Software bauen soll. Allerdings haben wir im Betrieb nicht kapiert, dass man sie vielleicht auch modular betreiben soll. Sondern wir haben das Zeug halt immer in eine riesen Deployment-Unit gesteckt und da hatten wir dann quasi unseren Monolithen. Ja, ich meine, der hat ein paar Vorteile gehabt, aber natürlich auch ein paar Nachteile. Ja, also ich meine, die Skalierung von dem Teil war jetzt irgendwie nicht so exorbitant riesig gut, weil man musste das Ding immer als Ganzes skalieren. Auch die Runtime-Isolation war von so Monolithen nicht so super prickelnd, denn wenn das Ding gecrashed ist, war gar nichts mehr da. Ja, man musste das Ding immer als Ganzes releasen, relativ hohe Resource-Utilization hat man bei Monolithen gehabt. Dafür, ganz ehrlich, Debugging bei Monolithen war super easy. Ja, hast genau einen Prozess gehabt, hast genau gewusst, wo du hinschauen musst. Wenn du einen Fehler hast, hast dich da irgendwie attached, hast das Ding debuggen können, war alles kein Thema. Infrastrukturkomplexität war bei Monolithen auch irgendwie überschaubar. Hast halt irgendwie einen so einen Upserver-Teil gehabt und vielleicht noch eine Datenbank dazu. Ja, also es war schon nicht alles so schlecht an dem Ding. Ja, dennoch versuchen wir ja mittlerweile mehr von diesen Vorteilen. Wir wollen flexibler skalieren, wir wollen mehr und mehr diese Runtime-Isolation haben, sodass nur kleine Teile unseres Systems crashen, wenn es überhaupt einen Crash gibt. Wir wollen einzeln und schnell releasen können. Ja, also versuchen wir diesen Schieberegler ja von oben weiter nach unten zu drücken. Und irgendwie bis vor gefühlt ja jetzt vorletzten Jahr war irgendwie Microservices so das Ding. Ja, da haben wir irgendwie gab auch mal Korba, Decom und so weiter. Ja, das waren so die Urväter davon, Michael. Vollkommen richtig. Ja, kennt wahrscheinlich kaum einer mehr das Zeug. Ja, das ist schon so alt. Ja, aber echt, ey. Aber ich kenn's noch. Ich kenn's noch. Ja. Also, wir versuchen das Ding immer weiter runterzudrücken. Und naja, im Kern geht es jetzt bei Function as a Service darum, jetzt den Schieberegler noch weiter runterzudrücken. Ja. Jetzt müssen wir natürlich, je weiter wir das Ding runterdrücken, müssen wir natürlich schauen, es gibt da so ein paar Trade-offs, über die man sich halt einfach bewusst sein muss. Ja? Increased Infrastructure Complexity, unter anderem. Ja, das ist bei Microservices unter anderem der Fall. Wenn wir serverless gehen, ist halt genau der Punkt, dieses Increased Infrastructure Complexity, diesen Nachteil im Grunde wegzuwischen und zu sagen, naja, bei serverless, ich muss mich ja nicht mehr um die Infrastruktur kümmern. Hier ist mein Piece of Code, führe es mir aus. Infrastruktur darunter, ja, ist vorhanden, aber ich kümmere mich nicht drum. Das heißt, die Komplexität habe ich nicht. Troubleshooting Complexity, naja, das wird immer noch so ein Thema sein. Und bei der Integrationskomplexity, auch hier würde ich mir von einer serverless Fast Plattform erwarten, dass sie mir auch das Thema so ein bisschen abnimmt. Ja, dass ich eben hier gegeben ein ZIP-File oder gegeben eine Git-URL, ja, auf geht's, Deploy, Integration, dann. Ja, und bei Latenz und Consistency, das ist so ein Thema, dem kann man aber auch architektonisch entgegenwirken. So, jetzt kommen wir mal zu den Funktionen. Und Michael, danke nochmal für das Korba und Decom-Zeug. Mal kurzer Schaut im Chat. Wer kennt denn das Eva-Prinzip von euch? Wenn wir schon zurück in die Steinzeit gehen. Eva? Informatikstudium Semester 1? Albert kennt's? Christoph kennt's? Ja? Also für die, die es nicht kennen, Eva, ich habe damals gedacht, im Informatikstudium, was für ein Schrott. Genau, Eingabe, Albert, Dankeschön. Albert, Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Und im Kern ist das die Funktion. Ja? Steck was oben rein in die Funktion, Input, Eingabe. Ja, oder FOSS Klasse 11, früh gelernt. Mach was mit den Daten und gebe es wieder aus. Ja? Und das Ding hat als Funktion, als Baustein, als elementarer Baustein für, ich sag mal, unsere Computerprogramme, die wir heute schreiben müssen, für die Logiken, die wir schreiben müssen, haben wir eine super coole Eigenschaft, die im Cloud-Native-Universum einfach essentiell ist. Und das ist die Zustandslosigkeit. Ja, eine Funktion hat kein Gedächtnis. Gebe rein, verwurste was mit der Eingabe und dann spuck es wieder aus. Das heißt, Funktionen, die zustandslos sind, die sind ideal horizontal skalierbar. Das heißt, ja, ich kann bis in alle Unendlichkeit diese Funktion halt hochfahren, wenn ich halt irgendwie viel Traffic habe. Deshalb Funktionen, das präferierte Applikationsprogrammiermodell in Serverless-Applikationen. Ich sage immer, das muss nicht unbedingt sein. Wenn man sich Serverless-Offerings wie Google Cloud Run zum Beispiel anschaut,
da kann ich volle Microservices, volle containerisierte Microservices ja, in einem Serverless-Modell betreiben. Ja, das heißt, man kann Serverless sein, ohne gleich Function as a Service sagen zu müssen. Nichtsdestotrotz gehen viele einfach dann gleichzeitig mit diesem Move hin zu Serverless auch in Richtung Function as a Service. Das, was die Funktionen auch noch, ich sag mal, präferieren als Stil, als Architekturstil, sind die ominösen eventgetriebenen Architekturen. Ja? Wir sagen ja immer, wir wollten uns irgendwie über die Microservices lose gekoppelte Architekturen, ja, die wollte man damit ermöglichen. Mei, wenn man mal ernst ist, die Realität sieht irgendwie anders aus. Man hat irgendwie einen Sack voll Microservices und die kommunizieren alle über ein synchrones REST-API miteinander. Ja, ich meine, hallo, überhaupt nichts lose gekoppelt hier an der Stelle. Wenn der eine nicht läuft, läuft der andere nicht. Ja? Und dann kann ich noch so viel Circuit Breaker reinschmeißen, wie ich will. Am Ende des Tages habe ich eine ziemlich eng gekoppelte Architektur gebaut. Ja, also ich glaube, wir sollten auch zukünftig lernen, eventgetriebene Architekturen mehr und mehr zu bauen. Ja, das kann man auch mit Microservices machen, aber Funktionen und Function as a Service betriebene oder gebaute Systeme favorisieren diesen Architekturstil noch viel mehr. Ja, das heißt, ich habe Funktionen, die kennen sich nicht, ja, die kriegen irgendeinen Input, in den meisten Fällen über irgendein Messaging-System, kriegen einen Input, machen irgendetwas mit dem Input und dann spucken sie das Ergebnis, falls sie eins produzieren, in eine Datenbank aus oder in die nächste Message-Queue, auf die dann wieder eine andere Funktion horcht, die dann das wieder ausführt. Ja. Also Function as a Service, Driven Development und Event-Driven Architecture, die gehen sehr, sehr gut Hand in Hand. Right. So, Zeit für das erste schöne Bild, diese Landkarte hier, so eine Cloud Native Landscape, habt ihr wahrscheinlich das ein oder andere Mal schon gesehen. Das hier ist nicht mehr ganz so aktuell, ich habe heute nachgeschaut, da ist aber nicht mehr allzu viel dazugekommen, ist im Grunde das, was die Cloud Native Computing Foundation pflegt, speziell für den Bereich Serverless. Das heißt, die haben das aus der Riesenlandkarte, dieser Hellscape, dieser Cloud Native Hellscape, haben sie es im Grunde ausgekoppelt und haben hier schon mal so eine eigene kleine Serverless Landscape gemacht. Die unterteilen das momentan in Plattformen, in Frameworks, in Tools und so ein bisschen Security. Wir werden uns heute jetzt hauptsächlich auf diesen Balken, auf diesen Plattformbalken konzentrieren. So, mein wirklicher Use Case. Ich meine, es ist ja immer schön, sich so eine Technologie anzuschauen, aber ihr habt dann schon versucht, hey, was kannst du denn jetzt mit dem Zeug eigentlich machen? Ja? So, das Erste, was ich mir überlegt habe, ist, Mensch, es gibt schon so ein paar Use Cases, die sind einfach super, super geeignet für so einen Event-Driven-Style, für so einen funktionsbetriebenen Style. Und dann gibt es wiederum auch irgendwelche Use Cases, wo ich sage, nee, das ist eher, da eignet sich eher so ein Long-Running-Process, da baue ich mal eher so ein Microservice. Und ganz ehrlich, in den Kundenprojekten, für die ich so verantwortlich bin, ich meine, da haben wir jetzt irgendwie irgendeine Shared Enterprise Pass, ja, weiß ich nicht, OpenShift, Kubernetes, irgendetwas. Und da haben wir jetzt die letzten Jahre Microservices drauf gebaut. Ich meine, das können wir jetzt ja nicht alles irgendwie in die Tonne treten, bloß weil FaaS um die Ecke kommt. Und ist auch nicht nötig, sondern das Zeug läuft ja, das Ding tut. Nichtsdestotrotz möchte ich irgendwie diese Flexibilität von den Funktionen. Da haben wir schon gedacht, dass das toll wäre, wenn man das dann trotzdem mit in diesen Zoo reinbringt. Und manchmal liest man so Posts, die halt irgendwie sagen, ja, was, ihr baut noch Microservices, ihr seid so oldschool, ihr müsst jetzt alles Function as a Service basiert bauen. Ich persönlich glaube da nicht so dran, ich bin nicht so der puristische Typ, aber ich glaube sehr wohl daran, dass es lohnend ist, einfach die Vorteile von beiden Welten einfach, sich nutzbar zu machen, um halt einfach hybride Architekturen zu bauen, ja. Also warum nicht irgendwie so ein paar Microservices haben, aber gleichzeitig die Option haben für wirklich eventgetriebene, asynchrone Dinge im Function Services zu haben. Ja? Und da gibt es mit Sicherheit etliche Use Cases jenseits von Thumbnail-Berechnung für irgendwelche Bilder, was so ziemlich der Default-Use Case anscheinend für eventgetriebene Function as a Service-Dinge ist. Gleichzeitig darüber so ein bisschen die Resource Consumption auf dieser Umgebung reduzieren, ja, denn das Zeug kostet meistens Geld auf so Enterprise PaaS-Umgebungen und das war mal so die Mission, ja, kriege ich eine von diesen Plattformen in einem meiner Kundenprojekte, ja, in einer OpenShift-Umgebung, kann ich das da irgendwie reinbauen, um da mal so ein bisschen, ja, cooles Zeug und coole Use Cases zu implementieren.
Dann, also das war so der, ich sag mal, der professionelle Use Case. Das hier ist eher so mein Couch-Projekt Use Case. Ihr seht da diese kleine schwarze Box. Da sind 5 Raspberry Pis drin. Da ist ein Raspberry Pi 3 drin und dann sind da über so einen Header, über so ein Board oben drauf, sind dann 4 Raspberry Pi Zeros draufgesteckt. Und ihr merkt schon, so ein Raspberry Pi Zero, der ist jetzt nicht so super schnell und der hat auch nicht so super viel Speicher. Aber wenn er dann mal läuft, dann tut er und dann zuckelt er. Und das war mal so mein Couch-Projekt, das Ding habe ich irgendwie zusammengebaut und dann dachte ich mir, okay, was machst du denn jetzt damit drauf? Ja, da kann man jetzt so ein paar Sensoren anschließen, irgendwie so ein bisschen, irgendwie so ein Temperatursensor oder irgendwie so ein Feuchtigkeitssensor irgendwie für das heimische IoT-Projekt. Und das sind natürlich Paradebeispiele für irgendwie so eventgetriebene Sachen. Ja, Temperature Reading, Humidity, Light Sensor und solche Sachen. Das Problem ist bloß, auf einem so einem Raspberry Pi kriegt er wahrscheinlich genau eine JVM an Start. Und dann ist das Ding voll vom Speicher. Also das heißt, da habe ich eher mal so in die Richtung Compiled Languages geschaut. Ich meine, wie sieht es mit so Runtimes wie Go zum Beispiel aus? Ja, so ein Go-Binary läuft auf so einem Raspberry Pi Zero ganz wunderbar. Also habe ich da natürlich auch versucht, eine Plattform zu finden, die vielleicht nicht gleich sagt, hey, ich laufe nur auf Kubernetes. Ja, zum Beispiel, weiß ich nicht, ich laufe in plain Docker oder ich laufe irgendwie in einen Docker Swarm. Also auf dieser kleinen schwarzen Box hier, da läuft ein Docker Swarm. Ja, der große Raspberry Pi ist der Master und die anderen drei sind halt die 4 Nodes. Und da habe ich dann halt mal so eine Fast-Plattform drauf deployed. So, wie bin ich rangegangen? Naja, in guter alter Manier habe ich mir irgendwie mal so ein paar Kriterien ausgedacht, die ich da irgendwie an den Start bringen wollte, um jetzt mal so ein bisschen diesen ganzen Zoo an möglichen Plattformen runterzudampfen. Das erste ist irgendwie, ja, bitte Open Source. Ja, ich will natürlich irgendwie kein Geld ausgeben und speziell auch, wenn ihr das in Enterprises einführen wollt, ja, man ist immer besser, wenn man zum Kunden geht und sagt, ey, ich habe irgendwie hier was Cooles an, übrigens, es kostet nichts, versus ich habe hier was Cooles, auch übrigens, es kostet dich, weiß ich nicht, 100.000 K pro Jahr Lizenzkosten. Dann stehen die Chancen nicht so hoch, dass man das irgendwie reinkriegt ins Projekt. Maturity ist natürlich wichtig, ja, ganz, das bringt irgendwie Open-Source-Charakter mit, die aktive Community ist irgendwie wichtig, das sollte gepflegt werden, die Issues auf GitHub sollten jetzt irgendwie nicht überlaufen, Frequent Releases wären irgendwie ganz schön, wenn da irgendwie alle Monate mal so ein Release um die Ecke kommt, dann merkt man, dass da was getan wird, dass es noch gepflegt wird, dass es nicht tot ist, ja, da kann man drauf schauen, dann mal zu schauen, okay, was sind denn so für Use Cases unterstützt von dem Ding? Ja, es ist eher so für den Enterprise-Sektor gebaut. Dann gibt es so ein paar Plattformen, die positionieren sich ganz klar im Big Data-Bereich. Die versuchen halt einfach Big Data Processing, Function as a Service basiert zu machen. Artificial Intelligence und Edge Computing, das sind mal so die, würde ich sagen, die 4 großen Bereiche. Ja, und General Purpose dann als 5. Ja. Wie approachable ist das Zeug? Ja, meine, viele haben da so einen Quickstart. Ich meine, wie schnell, ja, hält der Quickstart seine Versprechen oder kostet es mich doch wieder irgendwie eine Nacht vorm Rechner, um das Zeug zum Laufen zu bringen? Ja, wie steht es mit der Dokumentation? Hat man sich da Gedanken gemacht, solche Sachen? Language Runtimes, das war mir besonders wichtig. Ja, immer wenn ich irgendwelche FAS-Examples gesehen habe, dann waren die irgendwie in JavaScript geschrieben. Ich persönlich habe so eine leichte Antipathie JavaScript gegenüber, deswegen habe ich irgendwie geschaut, dass da halt irgendwie mal, ich will jetzt nicht sagen, anständige Programmiersprachen unterstützt werden. Sowas wie Go und Java natürlich. Ja. Developer-Friendliness, Tools and Frameworks. Ja. Bin ich mit dem Vim unterwegs oder habe ich irgendwie ein IntelliJ-Plugin oder ein Eclipse-Plugin? Kann ich das Zeug lokal ausführen? Auch ganz wichtig für die Entwicklung. Ja, muss ich es immer auf die Plattform hochschieben und muss ewig warten? Oder kann ich lokal debuggen und testen, bevor ich es auf die Plattform schiebe? Fand ich spannend. Wie steht es mit dem Testen generell? Haben die vielleicht irgendwie eine integrierte Test-Library, die sie mitschicken? Ja, solche Sachen. Ja, beim Thema Operability, ja, also unterstützte Plattformen ist natürlich ein Thema. Ja, ist Kubernetes only oder geht da noch was anderes? Technology Footprint, also was bringt die Plattform selbst mit? Ja, ist die eher schlank und leichtgewichtig oder bringt sie gleich noch nebenbei einen ganzen Kafka-Cluster und irgendwie noch 2 Message Queues und weiß ich nicht, wie viele Datenbanken mit, sodass der Cluster erstmal voll ist mit der Plattform? Ich meine, auch das ist durchaus ein Issue. Integration. Das ist so das Thema, wie gut integriert sich die Plattform in so ein Enterprise-Universum zum Beispiel? Also was sind so die unterstützten Trigger? Wie kann ich die Funktionen ansprechen? Ja, geht HTTP, geht Cron, geht Message-Driven, geht NATS, geht Kafka, geht RabbitMQ, solche Sachen. Ja,
gibt es die Möglichkeit für Plugins, unterstützt das womöglich irgendwelche Standards, da kann man drauf schauen. Und dann natürlich Thema Performance, ist nicht super wichtig, aber hey, ich will natürlich irgendwie schon, dass das Ding einigermaßen performt und dass der Throughput gut ist und dass speziell der Cold Startup von den Funktionen, wenn keine läuft, also ich meine, wie lange dauert es, dass eine kalte Funktion, die nicht läuft, wie lange dauert es, dass die Plattform das Ding quasi an den Start schickt und mein Request bearbeitet wird, beziehungsweise einfach die Nachricht bearbeitet wird. Also die Dinge habe ich mir einfach mal aufgeschrieben als Kriterien, um ein bisschen einen Drilldown zu machen. So, wenn wir jetzt zurück auf die Landkarte gehen. Also, die hier waren erstmal raus. Ja, ich meine, damit sage ich nicht, dass die schlecht sind, sondern ich sage halt einfach nur, die waren für meine beiden Use Cases nicht geeignet. Ja, ich meine, ich will das Ding auf einer On-Premise-Path-Plattform beim Kunden installieren, da ist Hosted irgendwie raus. Und ich wollte das Ding auf meinem kleinen Raspberry Pi installieren. Ja, ist Hosted auch irgendwie raus. Also bleiben wir bei den Installierbaren. Das nächste, was ich gemacht habe, ist, die nächsten rauszuschmeißen. Wenn ihr mal schaut, das ist hier irgendwie Upscale, Lunch Badger, was ist das andere? Dispatch, Pipeline AI und so ein anderes Ding, was ich gerade nicht lesen kann. Faktisch sind die alle kommerziell. Ja, das sind alles Commercial Offerings. Die sind so semi-open source. Naja, du kriegst halt irgendwie 14 Tage Testlizenz und das war's dann. Ja, die kann man zwar installieren, aber eigentlich sind sie kommerziell und einige davon sind zum Beispiel sehr Artificial Intelligence spezifisch. Die waren halt einfach raus, die haben erstmal nicht so gepasst. So, das nächste, was ich rausnehme, ist Virtual Kubelet. Das hat irgendwie mit Function as a Service gar nichts zu tun. Das ist zwar eine installierbare Serverless-Plattform, aber es hat mit Function as a Service nichts zu tun, sondern es hat was damit zu tun, wie ich irgendwie mein Kubernetes-Cluster mit virtuellen Instanzen, die irgendwo bei AWS laufen, dynamisch erweitern kann. War also auch nicht das Richtige. Und dann war ich relativ schnell bei dieser Liste hier, okay? Und das sind jetzt immerhin nur noch 6, die man sich anschauen müsste. Fission, Knative, Kubeless, Nucleo, OpenFaaS und Kümer. Einige davon hat man wahrscheinlich schon gehört und andere wahrscheinlich überhaupt nicht. Ja, total die Underdogs. Ich bin mir sicher, ihr habt über Knative wahrscheinlich das eine oder andere gelesen, ja, als Serverless-Plattform. Vielleicht hat der eine oder andere was von Kümer gehört. Kommt also backed by SAP. OpenFaaS ist auch super populär und Nucleo, Kubeless, naja, vielleicht und Fission, also sind mir persönlich vor dieser Recherche überhaupt nicht untergekommen. Ja. Hier mal so ein ganz grober Abriss. Ja. Also, Lizenz, alle super Open-Source-freundlich, alle Apache V2 außer OpenFaaS, die sind MIT, das heißt, das ist schon mal sehr nett und schnucklig. Use Cases würde ich bei allen definitiv sagen Enterprise, also die fokussieren sich deutlich auf den einzelnen Enterprise-Sektor, alleine von der Anzahl der Trigger und der Integrationen, die sie anbieten. Bei OpenFaaS, die sagen zusätzlich noch so ein bisschen, hey, IoT, also du kannst OpenFaaS auf einem Raspberry Pi installieren und der Alex Ellis, der Hauptmaintainer, der hinter OpenFaaS steckt, der das auch ziemlich pusht, ich meine, der ist regelmäßig auf Konferenzen und zeigt halt immer irgendwie seine 10-Node Raspberry Pi 4 Cluster, wo irgendwie OpenFaaS draufläuft. Ja, also ich meine, das ist so einer seiner Showcases. Nucleo positioniert sich auch so ein bisschen im IoT-Bereich, so ein bisschen sage ich, aber eigentlich mehr im AI-Bereich. Bei den Plattformen seht ihr schon, viele sind Kubernetes-only, ja, außer eben OpenFaaS. Da reicht auch plain Docker. Und das Gleiche gilt bei Nucleo, da reicht auch plain Docker oder eben dann Kubernetes oder AWS und GCP, wobei die anderen sich auch auf den gängigen Cloud-Providern installieren lassen. Bei den Runtimes, ich meine, das sind jetzt mal so die Sprachen, die ihr unterstützt. Und ich meine, ja, da gibt es jetzt die einen oder anderen, die irgendwie ein bisschen mehr haben, aber am Ende des Tages sind so die wesentlichen Sprachen sind alle mit dabei. Ja, ich meine, alle können sie Go, alle können sie Python, alle können sie Node.js, ja. Viele können JVM, ja, Java 8 oder Java 11. Und dann gibt es noch so ein paar, die so ein paar Exoten unterstützen. Ja, ich meine, wüsste jetzt nicht, warum ich meine Funktion in PHP schreiben sollte, aber weiß nicht, Kubeless unterstützt unter anderem PHP, würde Ruby unterstützen. Ja, für die ganz Hippen könnt ihr da auch ein bisschen Ballerina programmieren. Aber ihr seht schon, die gängigsten sind dabei.
Knative ist da aber, muss ich gestehen, so ein bisschen so eine Ausnahme. Ja, da steht jetzt Language Agnostic da. Denn Knative ist eine Serverless-Plattform, ist aber streng genommen eigentlich keine Function-as-a-Service-Plattform. Denn Knative ist ziemlich Wurst, wie und was ihr da an Sprache nutzt. Knative möchte nämlich Docker-Container haben, ja, und macht sozusagen dieses Hoch- und Runterskalieren auf Basis von Containern. Das heißt, die Deployment-Unit dort ist nicht eine einzelne Funktion oder ein ZIP-File mit einer Funktion, sondern faktisch ein Container. Das heißt, Knative müsste man streng genommen als Serverless-Plattform bezeichnen, mit der man mit Sicherheit Function-as-a-Service-Plattformen implementieren kann, ja. Das gesagt, Kümmer da unten ist von SAP im Grunde, da ist SAP im Hintergrund. Die haben lange Zeit als Function as a Service, ich sag mal, Framework Kubeless eingesetzt und sind dran oder sind mittlerweile fertig damit, von Kubeless wegzumigrieren, hin auf Knative zu gehen. Das heißt, die haben, Kümmer hat als Unterbau in den neueren Versionen Knative am Start. Auch bei den Triggern hinten, seht ihr, ich meine, da ist irgendwie eine Menge unterstützt. Ich meine, Cron-Trigger können sie fast alle und HTTP kann man die Funktionen auch aufrufen. Nets als schlanke Cloud-Native-Message-Queue unterstützen einige. Und dann gibt es halt viele Integrationen in irgendwelche Public-Cloud-Provider-APIs rein. Also GCP PubSat, AWS SQS zum Beispiel, ja, S3, Kafka haben einige dabei. Also da gibt es relativ viel und auch relativ viel Überdeckung. So, das heißt, am Ende des Tages, ich meine, das ist jetzt mal die Liste, die ich euch mitgeben möchte. Ihr müsst natürlich auch eure eigenen Hausaufgaben machen. Jetzt würde ich sagen, so, jetzt blicke ich mal auf die Uhr, 18.37 Uhr, wir kommen super durch. Ich würde sagen, wir sind jetzt erstmal durch mit den Folien. Ihr dürft euch hier mein lieblingsanimiertes GIF anschauen. Und ich würde sagen, wo hast du denn ein Bild vom Seppel hergekriegt? Was sagst du? Wo hast du denn ein Bild vom Seppel hergekriegt? Von Seppel? Leck mich. Ah, du warst beim Friseur Seppel, sehe ich. Ja, ja, ich habe das geht gar nicht mehr. Keine Matte mehr. Ja? So, also, ich würde sagen, wir gehen mal kurz wo ist denn mein, so, dann machen wir das hier. So, also, alles, was ich euch jetzt zeige, ist wirklich hier in dem Repo drin. Also geht auf mein GitHub-Repo, L. Reimer, The Big Fast Lebowski. Und das ist so mein Demo-Repository und aus dem zeige ich euch jetzt einfach mal ein bisschen was. Ihr seht, da sind relativ viele Projekte drin. Manche sind wirklich sehr ausgereift schon und manche sind eher noch so Work in Progress. Aber ich habe Fission habe ich dabei. Der ein oder andere weiß vielleicht, dass es quasi von Oracle dieses FM Project gibt. Hatte ich mal ausprobiert. Knative ist noch nicht so weit. Das müsste ich mal fertigstellen. Kubeless, Nucleo, OpenFaaS. Das sind mal so die wesentlichen. Und dann gibt's halt hier irgendwie, naja, so ein bisschen die Anleitung. Die Demo, die ich euch heute zeigen werde, die läuft auf dem Kubernetes Cluster bei Google. Ja, muss aber nicht sein. Dann könnt ihr hier dieses Ganze präparieren, könnt ihr faktisch vergessen. Jetzt überlege ich mal, wie wir am besten einsteigen. Also ich würde euch jetzt gerne mal schauen, wie es mit der Zeit läuft. Fission, Kubeless und oder OpenFaaS vorstellen. Fangen wir mal mit OpenFaaS an, weil das habe ich auf dem Cluster gerade noch laufen. Ist ja immer so eine Sache mit den Demogods. Also, OpenFaaS. Was können wir denn zu OpenFaaS sagen? Passt auf. Dann schauen wir mal hierher. Also, OpenFaaS würde ich persönlich bezeichnen als, ich sag mal, als FaaS-Plattform der ersten Generation. Warum ist es so? Naja, weil man so ein bisschen noch merkt, dass man da am Ende des Tages Container baut und Docker-Container baut. Ich zeige euch jetzt mal den Code. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen gut lesen. Ja? Also, wenn man jetzt mal hier sich so eine Go-Funktion anschaut. Ich meine, das ist alles, was man in OpenFaaS faktisch schreiben muss. Jetzt sind nicht alle Go-Experten wahrscheinlich, aber ich meine, das ist hier diese Händlerfunktion, das ist hier der Response-Writer, ihr werdet es vermuten, ja, darüber schreibt man quasi die Response raus und hier über den Request kriegt man im Grunde sämtliche Request-Informationen mit, man kriegt die Request-Payload, man kriegt die ganzen Header und so weiter alles mit. Also das ist mal unsere Unit of Work. Was man jetzt mit zusätzlich braucht,
ist in OpenFAS noch so eine Art YAML-Deskriptor. Ja, ich meine, wir wollten eigentlich dieses ganze YAML-Zeug ein bisschen loswerden, jetzt müssen wir es doch wieder schreiben, das scheint irgendwie ein bisschen verbreitet zu sein. Das heißt, hier definiert er zum Beispiel, okay, für diese Funktion, bitte verwende die Golang-Middleware, bitte rufe folgenden Händler auf, und dieser Hello OpenFAS-Händler, das entspricht faktisch der Datei hier drin, die ich euch gerade gezeigt habe, und bau mir bitte folgendes Image draus. Und wenn man das jetzt bauen würde wollen, dann sieht es irgendwie so aus. Ja, man macht hier irgendwie fas-bild minus f openfas.yaml. So, das ist der erste Schritt. Ihr seht, das habe ich vorhin schon mal gemacht, deswegen geht es jetzt relativ schnell durch. Und ich meine, faktisch, was das macht, ist jetzt aus meiner Funktion am Ende des Tages jetzt einen lauffähigen Docker-Container zu bauen. Ich meine, das OpenFAS hat so ein Cloud-Offering, da würdet ihr das hier definitiv nicht mehr merken, aber wenn man jetzt so entwickelt wie ich, dann merkt man das. Das heißt, ihr werdet es schon wissen, wenn man jetzt irgendwie ein FAS-Bild hat, dann gibt es natürlich irgendwie auch ein FAS-Push, oder? Ja, haha, haben wir alles schon gemacht, und am Ende des Tages sage ich FAS-Deploy. Uff, so. Und das hat jetzt faktisch meine Funktion in OpenFAS deployed. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier, jetzt schauen wir mal, ob das Ding schon läuft, ein bisschen wird es ja immer brauchen, bis es irgendwie hochfährt. Nehmen wir das Ding irgendwie mal. Hopp. Da, Funktion läuft irgendwie. Ja, wir können ja mal dann unter der Haube, was jetzt faktisch passiert ist, bei dem Fast Deploy, ja, wenn wir jetzt mal kubectl get all minus n OpenFAS machen, ja, dann, also das hier ist sozusagen der OpenFAS Hauptnamespace, in dem das Gehirn von OpenFAS drin lebt, und die Funktionen leben in einem eigenen Namespace. Und dann seht ihr jetzt hier zum Beispiel, da habe ich schon ein bisschen was deployed, aber hier ist jetzt zum Beispiel seit 43 Sekunden mein Hello OpenFAS Deployment. Und hier ist der Euler OpenFAS Service und das Replica-Set, und ich habe hier 5 Ports, weil ich in meinem Deployment-Descriptor angegeben hatte, ich hätte gerne 5 Stück von dieser Funktion schon mal vorgewärmt. Ja? Und wenn wir mal davon absehen, dass ich irgendwie FAS-Build und FAS-Push jetzt irgendwie eintippen musste, ich meine ganz ehrlich, am Ende des Tages und des Deploy hast du da wahrscheinlich irgendeinen CI-Server, der dir das Zeug abnimmt. Insofern siehst du das gar nicht mehr, und du hast in relativ kurzer Zeit auf Basis von diesen Funktionen etwas Lauffähiges auf deinem Cluster, ohne dass du ein einziges Kubernetes-Deployment-YAML hättest schreiben müssen. Ja? Und das finde ich schon ziemlich cool. So, jetzt hatte ich euch versprochen, nicht so viel Go, sondern ein bisschen Java. Und ich habe jetzt mal ein bisschen, recherchiert, was es da so in der Java-Welt gibt. Und der eine oder andere wird ja wahrscheinlich schon mal was von Quarkus gehört haben, oder? Wird momentan auch irgendwie durch die eine oder andere Konferenz getrieben als der neue hippe, das neue hippe Zeugs, ja? Basierend auf GraalVM. GraalVM, glaube ich, persönlich, das ist das coolste Piece of Technology, das ich schon seit langem gesehen habe. Das ist das Beste seit geschnitten Brot. Einfach die Möglichkeit, Java-Programme jetzt, gewisse Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass es auch ansatzweise funktioniert, einfach in native Binaries zu überführen. Hey, and guess what? Das geht auch mit OpenFAS mittlerweile. Ja? Das heißt, es gibt da, jetzt muss ich mal schauen, wo sind denn meine README-Files dazu? Ah, passt auf. Also es gibt da ein sogenanntes Template, das habe ich schon mal runtergeladen, da hat sich jemand draußen, Open Source sei Dank, schon mal die Idee gemacht. Jetzt passt auf. Wo ist es? Hier. Also, das Erste, was man machen muss, ist diesen FAS-Template-Pull. Das heißt, man kann in dieses OpenFAS-Ökosystem auch anderweitige Dinge reinbringen. Ah, jetzt geht's endlich hier. Ja, also diese URL, jetzt ruft man die mal auf. So, ja, also, und hier ist relativ gut beschrieben, was man tun muss, um jetzt so eine OpenFAS-Funktion auf Basis von so einem OpenFAS-Template zu bauen. Und unter der Haube werkelt faktisch Quarkus, okay? Und Quarkus hat mittlerweile auch so eine Extension, um Funktionen umzusetzen und auch das Quarkus Native zu machen. Das heißt, am Ende des Tages muss ich auf meiner Konsole diesen Befehl hier eintippen. Ja, jetzt gehen wir mal hier rein, machen wir das hier mal.
nennen das Ding irgendwie mal, weiß ich nicht, Duke Demo. Okay. Wenn wir jetzt in unseren Dings zurückgehen, ja, in unser Visual Studio Code, dann seht ihr, haben wir jetzt hier ein Verzeichnis Duke Demo und in dem ist eine POM drin. Also er hat jetzt einfach mal ein kleines Maven-Projekt gebaut und dann schauen wir mal, so ist mein Java Greeting Resource. Das hier ist jetzt erstmal Standard Java EE, Jakarta EE Imports. Ja, wer von euch die Sachen kennt, aber auch die Spring-Leute sollten sich hier zurechtfinden. Eine Ressource reingepackt, der Pfad muss angegeben werden und halt einfach eine, wie auch immer, jetzt in dem Fall eine get-annotierte Methode, die Plain Text produziert. So, wenn wir jetzt da reingehen, cd-duke-demo, ja, dann machen wir hier einfach maven clean package. So, machen wir das Zeug mal. Jetzt läuft hier die ganze, das ist Standard Java-Programm. Also ihr seht schon, das Zeug kann ich lokal jetzt erstmal implementieren und ich kann es lokal sauber testen, bevor ich überhaupt nach OpenFaaS gehe. Das finde ich persönlich für den Inner Development Loop, für die Produktivität, finde ich das essentiell. Ich kann das Zeug lokal debuggen, muss es nicht irgendwie ganz schräg im Cluster debuggen mit irgendwelchen Port-Forwards. Das ist also schon ziemlich cool. So, jetzt haben wir das Teil gebaut. Jetzt gehen wir quasi wieder runter und sagen halt einfach, FastBuild minus F, Juke-Demo, ja, jetzt schauen wir, was passiert, ja, jetzt seht ihr, er hat jetzt hier oben, hätte er theoretisch in diesen Dingern hier, die GraalVM, nachdem ich es vorhin schon einmal durchgespielt habe, hätte er eine GraalVM runtergeladen, so ein Watchdog und so weiter jetzt, ja, jetzt fängt er an, faktisch den Maven-Build auszuführen, ja, also in Container-Build, Teil wird gebaut, wird jetzt ein bisschen dauern, mal gucken. Und wenn er das gemacht hat, dann wird er faktisch das Maven-Goal ausführen, um halt aus dem kleinen Jar-File, was wir jetzt hier gerade bauen, dann, das Native Image zu bauen mit GraalVM, der Native Image-Kommando. Ja. Man, auch hier, das ist jetzt im Grunde das, was die Leute von Quarkus vorgemacht haben, auf OpenFaaS adaptiert. So, und jetzt seht ihr hier, Native Image Build Step, und jetzt geht's los. Das breche ich jetzt gleich mal ab, weil es dauert einen Ticken. Das dauert irgendwie 90 Sekunden oder so, selbst für so eine kleine Funktion. Ja, aber ihr seht los, und am Ende des Tages werden wir danach was Kleines haben. So, das habe ich schon mal vorbereitet, ne? So heißt es ja auch immer bei den Kochstudios. Das habe ich jetzt schon mal vorbereitet, ja, die Möhrchen sind geschnitten. Dann machen wir jetzt hier mal fast deploy minus F und jetzt machen wir hier mal die Quarkus-Function. Ja? Also das ist im Grunde genau das gleiche Hello World-Teil, bloß ein bisschen nur anders genannt, was ich euch gerade gezeigt habe. Ja? So, und jetzt schauen wir mal. Zack, HTTP, get and we're up and running. Ja? Also ihr merkt schon, ich meine, eine normale Java-Applikation wäre jetzt nach, keine Ahnung, wie lange ich gebraucht habe, das einzutippen, noch nie im Leben oben gewesen. Ja. Ich meine, die JVM braucht halt einfach ein bisschen. Ich meine, seien wir ehrlich. Ja? Wenn wir mal auf den Cluster gucken, ja? Und schauen wir mal, was haben wir denn hier deployed? Hier, ja? Hier ist unsere OpenFN Quarkus Function, die ist running. Wenn wir da mal reinschauen, das ist jetzt hier. Und ihr seht, wir haben jetzt hier gerade aufgerufen. Ihr seht hier die Log-Ausgaben von Quarkus. Ja, CDI REST Easy ist geladen. Also das ist im Grunde das, was jetzt hier in dem kleinen Container werkelt, den OpenFaaS gerade gebaut hat. Ja. Also finde ich, up and running zu sein mit OpenFaaS ist wirklich relativ einfach, wenn ihr das nachspielen wollt. Hier gibt es ein Makefile in dem Repository. Ja, naja, alles, was ihr braucht, ist faktisch ein lauffähigen Kubernetes-Cluster oder halt local in eurem Docker-Desktop oder was auch immer ihr habt und macht halt einfach hier mal OpenFaaS Install Arcade oder via Helm geht, Helm 2 wird auch unterstützt. Ihr könnt theoretisch auch die, ich sag mal, die Plain Kubernetes-YAMLs von OpenFaaS installieren, also verschiedenste Installationsoptionen. Und ich schwöre euch, das Ding ist in 5 Minuten up and running und ihr könnt eure erste Funktion deployen. Also von der Operability her, von der Ease of Use, wie schnell kriege ich das Ding ans Laufen? Die haben sich da echt viel Gedanken gemacht, das Ding schnurrt einfach.
Und von der Community her, wenn ihr euch mal auf den Slack-Channel von OpenFast subscribet oder auch auf den Twitter-Account von denen, da ist echt viel Traktion drauf. Die haben eine super vivid Community, frequent releases. Also ich meine, die machen alles richtig aus Open-Source-Aspekten, würde ich jetzt persönlich sagen. Und sie sind relativ schnell up and running. Und MIT. Also ich sage, OpenFast ist definitiv einen Blick wert. Ja? Der Albert hat ganz kurz im Chat gefragt, wie groß der Memory-Footprint von dem Ding ist. Muss ich gestehen, habe ich nicht zusammengezählt, aber wenn du mal schaust, warte mal. Kubectl. Also, OpenFast selbst, alle Komponenten sind in Go gebaut. Okay, das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie ein Java-Programm, was da im Hintergrund werkelt. Insofern würde ich sagen, sind sie schon relativ native und nicht ganz so memory-hungrig. Dennoch, wenn du dir das mal anschaust, die haben halt hier schon so ein bisschen was am Laufen. Ja, wobei, naja, Prometheus optional. Wenn du den schon hast, brauchst du den hier wiederum nicht. Wenn du sagst, du hast keine Async, keine Message-Driven-Sachen, dann kannst du dir das Netz-Gateway auch, das Netz auch sparen als Message-Queue, weil du sagst, hey, ich habe im Unternehmen schon einen Kafka rumstehen, dann brauchst du das Netz nicht. Dann bleibt eigentlich nur noch, du wirst den Queue-Worker brauchen, du wirst das Gateway brauchen, das habe ich jetzt hier aus Hochlastgründen fünffach skaliert, normalerweise läuft es nur einmal. Den FAS-Idler, das ist der, der später unsere Funktionen auch wieder abräumen wird, sodass wir Scale-to-Zero haben. Und ich glaube, den Alert-Manager werden wir auch brauchen und dieses Ding. Also ich habe es wirklich nicht zusammengezählt, aber ich würde jetzt mal behaupten, das Ding ist nicht wirklich riesig. Ja, das sind zwar einige Deployment-Einheiten, aber vom Footprint her würde ich sagen, ist das wirklich überschaubar. Ich glaube, was Albert fragen wollte, ist, wie groß das von so einer Function ist, der Memory-Footprint. Weißt du das? Nee, auch nicht. Und am Ende des Tages hängt es, brutal natürlich von deiner Runtime ab, ja. Also eine pur in Java geschriebene Function wird mit Sicherheit einen deutlich höheren Footprint haben, als es natürlich eine Go-Funktion hat. Ja, und dann hängt es natürlich dann auch davon ab, was deine Funktion faktisch macht. Ich meine jetzt hier so eine Hello-World-Funktion, die macht jetzt dann natürlich nicht sonderlich viel. Ja? Aber wenn du dann natürlich jetzt irgendwelche Daten dir reinziehst und erstmal irgendwie aufwendiges Processing machst, das sind ja, glaube ich, die wichtigen Sachen. Also Footprint der Runtime, die du verwendest. Ja, und da deswegen, glaube ich, kann man das nicht so pauschal sagen. Ja, also eine Java-Funktion mit Sicherheit einen wesentlich höheren als irgendwie einen Node.js, als ein Go. Also ich glaube, je nativer du gehst, desto kleiner wird der Footprint werden. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ich weiß, es ist ein bisschen schwammig. Ich habe es in der Tat jetzt nicht genau rausgemessen, wie hoch der Footprint pro Language Runtime, pro Plattform ist. Ja. Habe ich jetzt erstmal so nicht getan. Ja, ist okay. Gut, dann lass uns mal Kubeless. Ich meine, Kubeless ist mal so das wahrscheinlich der älteste Contender in diesem ganzen Kreise. Ja. Was machen wir denn? Machen wir mal Helm 3, machen wir mal. Ja, also Kubeless ist relativ einfach. Warte. Gehen wir hier eins runter. Ja, warte, das war ja nicht Kubeless. Den wollte ich nicht. Kubeless Install. Ja, also, nehmen wir mal Namespace an. Ihr seht schon, da werden jetzt so ein paar Custom Resource Definitions angelegt, ein Service Account und dann haben wir einen kleinen Namespace, genannt Kubeless. Ja? So, wenn man da reinschaut, kubectl get all minus n kubeless. Ja, ihr seht, da ist jetzt deutlich weniger. Die UI habe ich jetzt dazu deployed. Die ist normalerweise im Default nicht dabei. Das heißt, das Ding ist mal von, ich sag mal, vom Footprint her, was die Plattform selbst braucht, ein Witz. Ja, ich meine, faktisch ist es eigentlich nur dieser Controller Manager und mehr ist es nicht. Ja? Jetzt gehen wir mal hier zurück. Machen wir hier ein neues Terminal. So. Gehen wir hier ins Kubeless-Verzeichnis rein und machen mal meine kleine README auf. Und jetzt gehen wir mal zum Kubeless-Beispiel. Also, wir haben jetzt Kubeless installiert. Wir können jetzt hier drin mal sagen, ihr seht, also das ist das, was Kubeless aktuell out of the box unterstützt.
Ja, Ballerina, .NET, Go, Java 8 und 11, Node.js und so weiter. Also relativ viel, was es da draußen so gibt. Ich glaube, da sollte jeder mit happy sein, denn so ziemlich jede Sprache ist dabei. Wenn wir jetzt mal in die Beispielsourcen wieder reingehen, mal zwei mitgebracht. Das eine ist das Go-Beispiel. Das heißt, so würde jetzt eine Go-Funktion in Kubeless aussehen. Die haben jetzt diesmal, sind sie nicht auf dem Standard Go-Packages geblieben, sondern haben halt ein eigenes Kubeless Function-Package geschrieben. Das heißt, eine Händlerfunktion muss immer folgende Signatur haben. Die kriegt eine Event-Struktur und sie kriegt halt eine Kontextstruktur. Und über das Event und den Kontext bekommt er halt Informationen über den Aufruf, von wo kommt er, was ist die Payload, was ist die Quelle. Solche Sachen stehen halt in dem Event und dem Kontext drin. Ähnlich sieht das in der Java-Welt aus. Ja? So würde jetzt eine Java-Funktion für Kubeless aussehen. Wichtig, das Zeug muss im I.O. Kubeless-Package drin sein. Das ist wichtig, sonst geht's nicht. Es gibt faktisch zwei Strukturen, ähnlich wie bei dem Go-Beispiel. Ja, also auch hier wieder die Struktur, Event, der erste Parameter, Kontext, der zweite Parameter und man steckt das Ding in eine einfache Klasse rein, sodass halt einfach der Java-Compiler zufrieden ist und dieses Ding auch compilen kann. Ja. So, das wären mal die beiden Beispiele. Auch Kubeless hat ähnlich wie OpenFaaS auch wieder so eine kleine CLI, die kann man sich über Brew installieren oder irgendwie über Chocolatey unter Windows, also gibt es verschiedenste Installationen. So, und am Ende des Tages, mal komm, wir springen gleich zum Java-Beispiel, wir wollen halt einfach mal hier so eine Java-11-Funktion deployen, ja, gehen in das Verzeichnis rein, das heißt, ihr seht, hier ist nur diese Java-Datei drin, wir sagen Kubeless Function Deploy, geben den Teil einen Namen, wählen die Runtime aus, geben den Händler an und ihr seht, der Händler ist faktisch, ich meine, der Händler macht am Ende des Tages irgendwie Class for Name. Ja, das ist die Klasse, Punkt, die Funktion, die er aufrufen soll. Und dann geben wir ihm noch die File. So. Und zack, das Ding ist deployed. Ja. Jetzt schauen wir mal. Ihr seht, der Status ist not ready. Das heißt, jetzt gucken wir mal, was macht denn das Ding im Hintergrund? Jetzt schauen wir mal. Jetzt gehen wir mal raus. Gehen mal in den Default Namespace. Und ihr seht, es gibt jetzt hier einen Port, der ist noch not ready. Das heißt, das ist das, was wir gerade an den Start geschickt haben. Wenn wir hier reinschauen, drei Container drin. Prepare, Compile und dann ist das hier das finale Running-Teil. Okay, das heißt, er hat jetzt irgendwas präpariert. Jetzt ist er hier gerade im Compile drin, da wird jetzt nicht so fürchterlich viel passieren. Und wenn das dann irgendwann completed ist, zack, dann wird er jetzt anfangen, die Funktion hochzufahren. Das heißt, das ist jetzt wirklich, wo ich sage, hier ist given a piece of code und die Plattform macht jetzt irgendwie ihre Magic im Hintergrund und sorgt halt dafür, dass aus meinem piece of Java Code, zack, ta, etwas running passiert. Okay, also wir müssten jetzt up and running sein. Das heißt, wenn wir das jetzt hier. Wolltest du was fragen, Sebastian? Ja, das heißt, das compilet immer, also egal welche Sprache du hast, die du deployst, die compilet ja immer dann erst, wenn du es deployst. Ja. Macht er das bei jedes Mal, wenn du das Deployment jetzt up- und downscales, compilet er dann für jedes Mal neu oder hat er das Kompilat irgendwie, dass er dann schneller skalieren kann? Also, wenn du, ne, weil das ist ja so, Scaling soll ja schnell gehen, wenn er dann aber jedes Mal den ganzen Kram durchkompostern ja. Dann wird er im Zweifel echt lange. Lass uns das ausprobieren. Okay, Deployment. Was haben wir hier? Hello Java 11 minus minus Replicas. So, oder? Und dann müssen wir ganz schnell rübergehen in unsere Konsole. Hopp. Sonst gucken. Pod Initializing. Ja, sieht so aus, als ob er das Teil jedes Mal deployt. Ja. Weil hier Pod Initializing, ich meine, normalerweise, wenn er jetzt der fertig gebaute Teil nehmen würde, müsste er jetzt eigentlich schon durch sein. Ja, also es ist in der Tat so. Ich sage ja, also Kubeless ist wirklich der älteste. Also so von dem, was es eigentlich dir abnimmt. Ganz ehrlich, ist es unter der Haube eigentlich das Deployment anzulegen und ein bisschen von dem Bilden. Ja, also es ist besser, ja, aber es ist natürlich, man merkt ihm schon ein bisschen an, dass es, ja, vielleicht schon, naja, ein paar Jährchen oder ein bisschen Zeit auf dem Buckel hat und nicht ganz so sophisticated ist, wie es die anderen sind. Ja, aber ihr seht, ich meine, es geht relativ schnell. Jetzt ist der Compile und jetzt ist er up and running. Wir haben lose gekoppelte Architekturen. Das heißt, wie schnell das Ding hochfährt, sollte eigentlich egal sein. Ja,
Eigentlich. So, dann sollten wir jetzt in der Lage sein, dieses Ding aufzurufen. Hier, zack. Also man kann Kubeless das machen. Und jetzt können wir natürlich noch zum Beispiel einen Trigger. Jetzt läuft ja nur die Funktion. Und jetzt kann man mit dem Kubeless-Kommando sogenannte Trigger anlegen. Cron-Trigger, Nats-Trigger, Kafka-Trigger und so weiter Trigger. Jetzt legen wir mal einen HTTP-Trigger an. Wir sagen der die Funktion. Wir geben denen ein Gateway mit und ein Hostname. Und dann sagen wir das hier, ja. Und dann müsste theoretisch müsste das jetzt hier irgendwie, was haben wir denn hier so? Irgendwo Fission Demo, Kubeless Demo. Und zwar haben wir hier irgendwie Hello Java 11. Hab, und zack, geantwortet. Ja, also was der Kubeless Trigger HTTP Create macht, ja, wir laufen auf Kubernetes, also am Ende des Tages legt das Ding einfach einen Ingress an und fertig. Ja, also registriert sich einfach über einen Ingress an dem jeweiligen Ingress-Gateway und ich habe jetzt hier auf dem Cluster halt einen Traffic deployed. Ja, also ihr seht auch hier mit Kubeless relativ schnell up and running. Also die Installation ist super straightforward. Das Ding ist, lebt in seinem eigenen Namespace, bringt nicht wirklich viel mit, unterstützt einen Sack voll Sprachen. Ja, es nimmt einem dieses Deployment Service Port YAML-Gedöns, nimmt es einem definitiv ab. Man muss sich um das Bauen von dem Container nicht kümmern. Also ich finde das schon, ja, trifft den Kern. Achtung, ein Feature kann Kubeless nicht, Scale to Zero. Ja, also man, Kubeless an der Stelle, wenn ich das hier sage, diesen Kubeless Autoscale, wird einfach nur ein Standard Kubernetes HPA unter der Haube hochfahren. Ja? Insofern kein Scale to Zero. Ich habe mal geguckt, ob Kubeless sich irgendwie mal mit, weiß auch nicht, Knative oder irgendwie einem Istio verbandelt, aber habe da nichts gefunden. Who knows? Aber hey, it gets the job done. Es bringt euch auch hier relativ schnell an den Start. Hier unten, wir könnten jetzt mal ein bisschen Last testen. Jetzt machen wir das mal nicht allzu exorbitant. Also ich finde auch, dass es einen relativ guten Durchsatz an Startcheck, hello, weiß ich nicht, Java 11, jetzt machen wir hier mal irgendwie 10 Sekunden, puff, mit 50 Concurrent Connections. Ja. Mal gucken, was er schafft. Okay. Nicht schlecht. Ja? Nicht schlecht. Also remember, hey, das ist eine Java-Applikation. Ja, also gut, die macht nicht viel, aber dennoch. Okay. Dann, last but not least, Fission. Auch Fission, schauen wir mal, jetzt hatte ich vorhin die Installation abgebrochen, ob er das jetzt hier noch so, ach nee, warte. Hopp. Ja, dachte ich mir. Warte, dann. So, machen wir das so. Jetzt kurz und installieren das. Aber ihr seht schon, im Grunde, Fission hat relativ modern mittlerweile, lässt sich über Helm 3 installieren auf einem Cluster. Es gibt zwei Charts at the moment, also Fission Core und installiert wirklich nur die Kernkomponenten und Fission All bringt dann irgendwie gleich noch einen Kafka mit und hast du nicht gesehen, einfach noch viele Zusatzkomponenten mit, um halt einfach für eine Demo oder für einen Cluster, der diese Infrastrukturbausteine noch nicht hat. Also Installation, pretty straightforward, ihr seht, der ist jetzt hier irgendwie durch, auch Fission hat eine CLI, die man sich dann installieren kann, mit der man jetzt operieren kann. Ja? Fission geht einen leicht anderen Weg als die anderen. Also Fission ist das Gehirn. Fission Builder ist der Space, wo das Zeug später gebaut wird und Fission Function ist quasi, wo später unsere Funktionen gebaut werden. So. Wie funktioniert es jetzt und wie macht Fission Scale to Zero? Und das ist, glaube ich, schon eine Eigenart, die anderen so nicht haben. Fission kennt den Begriff der sogenannten Environments. Das heißt, für jede Sprache, die man auf dieser Fission-Instanz unterstützen will, braucht man ein sogenanntes Environment. Das heißt,
Wenn ich Go ausführen will, dann brauche ich das Fission Go Environment. Das Environment weiß, wie wird gebaut, wie überführe ich ein Stück Go-Code in was Ausführbares, und das Environment wird sich auch darum kümmern, das Zeugs auszuführen. Gleiches gilt natürlich auch für die JVM. Das heißt, wenn ich jetzt hier so ein Fission Environment machen möchte, dann mache ich das jetzt hier irgendwie so. Schauen wir mal. Resource already exists. Habe ich das schon mal angelegt? Das könnte jetzt ein Überbleibsel meiner vorherigen Tests gewesen sein. Jetzt lass uns mal gucken. Kubectl. Get all minus n. Was haben wir denn hier? Fission Builder. Ah, ihr seht. Okay. Also da haben wir tatsächlich schon Go und JVM angelegt. Das ist echt lustig, weil ich hatte den Namespace vorher gelöscht, dass das Zeug immer noch da ist. Da hat irgendwas mit dem Abräumen nicht funktioniert. Haben wir denn auch noch die Funktionen? Nein, ihr seht, hier gibt es jetzt pro Environment, gibt es jetzt hier diese sogenannten Pool-Manager. Das heißt, die Dinger laufen immer und die Funktionen, die ich später submitten werde, werden innerhalb von diesen Pool-Managern ausgeführt. Ja, das heißt, ich habe zwar so eine Art gewissen Grund, so eine gewisse Grundlast und so einen gewissen Grundstock, aber ihr werdet hier später keinen Container sehen für eine Funktion, die irgendwie hochfährt, sondern die Funktionen, der Code wird später von diesen Pool-Managern ausgeführt. Ja, und so erreicht Fission quasi Scale to Zero. Ja, die Funktionen selbst laufen on demand, die Pool-Manager allerdings laufen immer. Ja. So, wie sieht jetzt Fission aus? Wenn wir uns jetzt mal, also so sieht jetzt wieder mal das Go-Beispiel aus. Haha, wenn man auch nicht so großartig verschieden zu den anderen. Spannend finde ich den Weg, den sie in der Java-Welt gegangen sind. Wenn man sich mal das Projekt anschaut in den Beispielen vom Fission Git Repo. Ja, dann sieht man hier ein Java-Projekt und dann ist hier die Hello World-Funktion. Also, was muss man tun? Naja, eine Klasse schreiben, Implements Function, die kommt aus diesem Fission-Paket. Ja, die Funktion, die seht ihr hier. Die gibt Response Entity, also den Response zurück, kriegt eine Request Entity rein, das ist der Request, und die bekommt quasi diesen Fission Context rein. Und wenn er mal genau hinschaut, ja, Request Entity und Request Response Entity, haha, die kommen aus dem Spring Framework. Das heißt, unter der Haube verlässt sich faktisch ja, Fission und speziell die Java, das Java Environment und die Java Runtime verlässt sich faktisch auf Spring. Das könnt ihr jetzt gut finden oder schlecht finden. Ja, ich weiß, die Lager sind ja da durchaus geteilt. Ja, aber ich meine, Spring ist ein mächtiges Framework. Das heißt, sämtliche Power, die man von Spring irgendwie mitbekommt, könnte man jetzt hier für seine Funktionen nutzbar machen. Ja, und so schlecht ist das ja auch nicht. Und das ist es am Ende des Tages. Und um diese Funktion jetzt zu deployen, naja gut, ich meine, ich muss das Zeug bauen. Ja, ich muss einfach das Java-Paket übersetzen und dann, ich meine, ihr seht ja hier jetzt den Befehl. Jetzt schauen wir mal hier. Fission. Ja. Examples. JVM. Java. So. Hier drin sagen wir jetzt Fission Function Create. Wir geben den Teil einen Namen. Wir sagen ihm, dass er das Jar mit den Dependencies deployen soll, also Standard über Jar. Und ich gebe ihm noch das Environment mit, bitte Env, und dann gebe ich ihm noch den Entry Point mit. So, die habe ich allerdings auch schon deployed, insofern gibt es die schon. Na dann, Fission FN List. Aha, alles schon gemacht. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier eine Go-Funktion und wir haben halt auch hier jetzt die JVM-Funktion. Das heißt, theoretisch sollten wir das Ding bereits aufrufen können. Und ja, wir kriegen Hello World. Ähnliches Konzept. Wie exponiere ich zum Beispiel diese Funktion nach außen? Naja, zack. Ich wette, das Ding gibt es auch schon. Ja, ja, gibt es auch schon. Also sagen wir jetzt noch hier den letzten, zack, create. Und auch hier unsere Funktion hat deployed. Also ihr seht von den Konzepten her, von dem, was man tun muss, nimmt sich jetzt Fission von Kubelist zum Beispiel nicht so sonderlich viel. Die Kommandos sind sehr, sehr ähnlich. Ja, give a piece of code,
lege die Funktion an, warte, bis es kompiliert ist. Man kann die über das Ding aufrufen, lege irgendwie einen Trigger oder eine Route an, heißt es halt hier in Fission, und schon ist die Funktion irgendwie aufrufbar und irgendwie an einen Trigger gebunden, einen HTTP-Endpoint, an eine Message Queue und so weiter. Okay. Dann. Genug der Demos, da sind noch ein paar andere dabei, okay? Also Nucleo könnt ihr euch zum Beispiel mal anschauen, auch relativ klein. Ich sehe gerade Redeploy einer neuen Funktion. Im Grunde ganz einfach, du issuest einfach, ich meine, du baust deine Funktion ganz normal wieder neu, Albert, und dann sagst du quasi wieder Fission Function Update in dem Falle, ja, und dann würde er quasi einen Redeploy ausführen. Also auch das wird von der Plattform relativ cool gehandelt. Bei den Plattformen, die unter der Haube Kubernetes Deployments verwenden, also das gilt jetzt faktisch nicht für Fission, aber für Kubeless, naja, Kubeless macht am Ende des Tages ein stinknormales Rolling Upgrade, was ein Kubernetes auch tun würde, wenn du ihm einen neuen Port gibst oder ja ein neues kubectl apply mit der neuen Version machst. Ja, also da nutzen sie faktisch Kubernetes unter der Haube. Der Maike, ich sehe es gerade, hat in Fragen zwei Fragen gestellt. Ich glaube, die alte ist ein bisschen älter, aber er hat zu Kafka. Zu Kafka, wenn man schon Kafka hat, braucht man dann noch auch eine generische FAST-Plattform? Also, ja. Also, ich meine, Kafka per se für mich ist ja erstmal nur die Messaging-Infrastruktur, okay? Mehr nicht. Ich meine, auf was du vielleicht drauf abzielst, ist eher so dieses, naja, was ist, wenn du quasi einen auf K-Streams machst und auf K-Connect, den vollen Buy-in in die Kafka-Plattform machst, um ich sag mal, Messages zu konsumieren, aufzubereiten und ins nächste Topic wieder auszuspucken. Braucht man da noch Funktionen? Naja, it depends wahrscheinlich. Ja, Wenn du diesen Weg mit Kafka gehst, musst du ja immer noch vollwertige Java-Programme schreiben, die du übersetzt, die sich mit dem Source-Topic verbinden und in das Destination-Topic irgendwas wieder ausspucken. Das heißt, du hast da kleine Maven-Projekte, bei diesem Weg, ich meine, du musst das Zeug bauen, du musst es übersetzen, du musst dich drum kümmern, wie du das Ding containerisierst, wenn du es containerisiert betreiben willst, du musst es irgendwo deployen auf irgendeiner Plattform, auf irgendeinem Kubernetes. Also das hast du dann halt alles wieder. Ja, du bist dann den vollen Confluent-Kafka-Weg gegangen, hoffentlich bewusst, aber musst dich halt mit der Infrastrukturkomplexität schon wieder ein bisschen mehr auseinandersetzen. Also ich glaube schon, dass man beide Welten gut kombinieren kann. Ja, die Power von Kafka als Messaging-Plattform, als Messaging-Queue, aber eben, ich sag mal, die Abstraktion einer FAST-Plattform zu nutzen, um halt dieses ganze Deployments-Gedöns nicht mehr zu haben. Ja, aber weißt du, wie es ist in der IT? It depends. Ja, genau. Das bringt uns zu Danke übrigens für diese geniale Überleitung. Das bringt uns nämlich zu der Frage, Leander, well, dude, which one should I choose? Und wie ich gesagt habe, it depends. Ja, es kommt darauf an. Ich meine, wenn man sich Kubeless anschaut, ich meine, Kubeless ist super simpel. Es kann kein Scale to Zero. Es nimmt einem eine Menge ab. Aufgrund seiner Nicht-Invasivität, möchte ich es mal nennen, würde ich sagen, es ist durchaus geeignet, es auf existierenden Kubernetes-Clustern durchaus mal einfach nebenbei zu deployen und mal die ersten Gehversuche mitzumachen. Ja, warum nicht? Weil es bringt nicht viel mit, es braucht nicht viel Platz, es braucht nur ein paar zusätzliche CRDs, alles gut. Ja, bei Fission ist es dann schon ein bisschen, da braucht es dann schon ein bisschen mehr Platz. Ja, aber man kriegt halt so diese eigene Art. Kyma, super Riesenplattform, SAP-Backing, also gefühlt bei Kyma brauchst du erstmal einen 10-Node-Kubernetes-Cluster, um die ganze Plattform zu betreiben. Ja, also das ist definitiv dann nicht mehr ganz so leichtgewichtig. Knative hatten wir auf der Liste. Naja, Knative kann man sich anschauen für Scale to Zero, basierend auf Containern, aber wohlgemerkt, es ist nur eine Serverless-Plattform. Function as a Service bekommt man mit Knative nicht. Und OpenFAS ist so ein bisschen, ist halt einfach super geil, Open Source, MIT-License, super vivid, wenn man so ein, ich mit meinen Raspberry Pis, faktisch ist OpenFAS die einzige Plattform, die Raspberry Pis unterstützt. Alle anderen sind einfach zu dick, beziehungsweise sind halt Kubernetes only. Das heißt, da brauche ich dann schon ein
bisschen dickere Raspberry Pis, um da erstmal Kubernetes drauf zu betreiben. Also es hängt total ab natürlich, also von der Umgebung, in der ich es deployen will, und es hängt natürlich total ab vom Use Case. Aber am Ende des Tages, es lässt sich mit allem gut arbeiten und alle unterstützen Java. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was OpenFaster mit dem Quarkus-Template gemacht hat, ich meine, hey, das ist jetzt schon irgendwie ziemlich state-of-the-art, muss man mal gestehen. Ja, und bei dem Drive, der momentan in der ganzen Quarkus-Community ist, wäre das, weiß ich nicht, würde ich OpenFaster womöglich fast den Bonus geben, den kleinen, hey, give OpenFaster a try. Was nicht heißt, dass die anderen schlecht sind. Hier ist nochmal die URL zu dem Repo. Da ist auch die URL mit Bauanleitung zu meiner kleinen schwarzen Raspberry Pi Box, wenn ihr euch so ein Ding selber mal zusammenbauen wollt. Und ja, that's it. Danke euch. Ja, ich danke dir. War super. Hat auch cool geklappt. Vielen Dank. Ja, Applaus aus dem Chat auch. War supi. Gibt es noch Fragen? Warte mal, vielleicht kann ich ja auch. Wie war es für dich? War es auch gut? Es war schön, danke. Also es hat total gut geklappt. So, es war ungezwungener, als ich irgendwie dachte, so Kamera und keine Ahnung, aber nee, war super. Ja, hoffentlich. Ja, vielleicht auch mal mit Geruch dann und nicht nur mit Farbe und Sprache. Ja, der Roman fragt dich gerade, ob du OpenFast schon mal in der Produktion benutzt hast. Nein. Ganz klares Nein. Bei uns war es jetzt dann so im Projekt, dass ich faktisch, alle nutzen Custom Resources. Und wir sind aus so einem Shared Cluster unterwegs mit null Admin-Rechten. Das heißt, das war dann erstmal ziemlich schnell out of scope. Das wird sich jetzt hoffentlich bald ändern, wenn wir auf eigenen Infrastrukturbeinen stehen. Also nein, nicht in Produktion genutzt. Wenn du aber auf die Seite schaust, ich bin mir sicher, dass Leute das tun. Also frag einfach in der Community nach und der Alex Ellis wird dir wahrscheinlich super schnell innerhalb von 5 Minuten antworten und dir eine Liste von Kunden von ihm geben, die irgendwie OpenFast einsetzen. Also das beantwortet natürlich nicht die Frage, ist es production ready, aber ich würde einfach mal sagen, it is, ja, so aus dem Bauch raus, weil es ist kein neues Projekt, es ist relativ lang schon auf dem Markt, wie gesagt, die Community ist da heftig am Schrauben, give it a try, ja, evolutionär, mal installieren die ersten 2 Funktionen und dann sieht man tut's oder tut's nicht. Genau, der Rolf fragt gerade noch, wie orchestriert man denn die 325 Funktionen, die früher in unserem Monolithen drin waren? Ja, das ist eine sehr gute Frage, Rolf. Ja, und ich glaube, auf die Frage haben die Softwarearchitekten der Welt wirklich noch keine Antwort. Ja, ich glaube, ich kenne keine Architektur-Qualitätsanalyse-Tool wie Structure 101, das irgendwie aus einem Zoo von 325 Funktionen wie man die orchestriert, ganz ehrlich, wir strugglen ja schon damit, 40 Microservices richtig zu orchestrieren. Das heißt, das wird die Zeit zeigen. Ich glaube aber, dass man einfach anders denken muss mit Funktionen, dass man jetzt nicht glauben kann, alles, was früher eine Klasse mit 10 Funktionen in einem Monolithen war, das hacke ich jetzt einfach auseinander und packe das in eine Funktion. Ich glaube, so funktioniert die Rechnung nicht. Ja, und es ist halt, wie ich gesagt habe, ich glaube ganz fest an diese Hybrid-Architekturen. Ja, also tu das nicht. Man baut keine 325 Funktionen und sägt das Ding auseinander. Ja, also ich glaube, so ist es nicht, sondern für die Event-Driven Use Cases zerleg es in Funktionen und für das andere bau irgendwie Microservices. Irgendwie so. Also ich kann mich nur für diese Hybrid-Architekturen aussprechen, um auch einfach langsam in diese Funktionsgeschichte, in diese Funktionsdenke reinzukommen. Passt es für dich, Rolf? Jupp, sieht so aus. Right. Ja, dann, Mensch, da wird sich meine Frau freuen. Dann kann ich sogar noch die Kinder mit ins Bett bringen. Pünktlich fertig geworden. Keine Silver Bullets. Nee, die gibt es leider auch. Genau, also Fahr ist auch keine Silver Bullet. Ja, dann danken wir dir. Und vielleicht sehen wir uns hoffentlich mal bald live und in Farbe. Ja,
jetzt lasst uns einfach noch ein paar Wochen im Homeoffice verbringen, oder? Ja. Dann schauen wir mal, wann wir uns das nächste Mal live sehen. Vielleicht schaffe ich es ja das nächste Mal. Hey, komm, lad mich noch mal ein. Ende des Jahres, dann komme ich gerne mal zu euch vor Ort. Ja, wäre cool. Würden uns freuen. Dann. Schönen Abend noch. Ciao. Ich euch auch. Danke nochmal. Ja, gerne, Sebastian. Danke fürs Einladen. Danke, Johannes. Gerne, gerne.